So, da sind wir wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Ja, danke, nette Begrüßung. Mal kurz gucken, ob wir was zum Abladen hätten. Ja, hätten wir ein paar Sachen, bevor wir uns wieder wegporten. Einmal die Pflanzen, das Gras hier, das Skeptikergewürz. Und den Rest können wir eigentlich behalten erstmal. Waffenmäßig ist hier. Ah, kleines Kleriker-Parma und Quaitens Stahlmaske. Ja, genau, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Das sollte ich als erstes tun, bevor wir weggehen. Nämlich zur Händlerin. Anju? Können wir jetzt Quaitens Ausrüstung kaufen? Ungewöhnliches Kettenhemd gehörte Quaitum dem Wanderer. Seine Gestaltung ähnelt denen der Ritter aus dem Osten gelegenen Land Myra. Doch einige seltsame Unterschiede fallen auf. Eventuell eine feingefertigte Kopie. Also ja, Quaitens Behauptung, dass er aus Myra stammt, stimmt er einfach nicht. Gut. Wir reisen jetzt zurück in die Lichtsteinbucht. Zum Kapellenzugang, also wieder nach oben. Denn jetzt kommt der lustige Jump-and-Run-Spaß in der Lichtsteinbucht. Ja, ich freue mich schon drauf. Erstmal dich loszuwerden, damit du dich nerven kannst von hinten. Und dann kommt hier eine Kompanie. Kettenbrecher droppen. So, ab jetzt wird's lustig. Tote sind vorprogrammiert. Weil wir haben viele Orte, die wir jetzt abklappern müssen. Und viele Gegner, die uns nerven. Jo, erstmal den da ausschalten. Den werden wir noch öfter ausschalten müssen. So, das warst du. Ja, und du auch? Au. Der hat uns jetzt getroffen. So, stirb einfach. Gut. Wir müssen zum einen mal da unten rein. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege ohne. Ohne. Super runter zu plumpsen, genau. Jawohl, große Titanitscherbe. Und als nächstes müssten wir eigentlich darüber, aber darüber kommen wir von hier aus nicht. Also ist unser nächstes Ziel wieder das Leuchtfeuer. Oder einfach mal kurz hier in den Sand fallen. Ja, habe ich euch den Tod auch mal gezeigt? Vergessen wir die 5000 Seelen, die das jetzt sind. So, erstmal du wieder weg. Dann kommen hier deine Kumpane von oben wieder. So. Du bist weg. Das heißt, wir können hier an das Glitzer-Titanit ran kommen.
Können hier reinrennen als Leuchtfeuer und rasten. So, und uns gleich wieder nach oben porten. Das Geballer da draußen ignorieren wir mal dezent. Versuchen wir doch mal an unsere Seen ranzukommen. Mal sehen, ob es klappt. So, das hat ein bisschen wehgetan. Bin ich froh, wenn die ganzen Spinnviecher hier anfangen, nicht mehr zu spawnen. Ja, was auch immer du zu sagen hattest. Schützenposition, das stimmt allerdings. Was auch immer das jetzt gerade war. Ich wollte eigentlich nur einen Schritt nach vorne machen und der ist irgendwie nach vorne gerannt. Naja, gut. Damit können wir schon mal die Seen vergessen. So, fällt runter. Hey, nicht so gemein sein hier. Nicht betrügen. So. Dich wieder töten. Verlorenes Gut zurückerlangt. Jetzt geht's erstmal auf die andere Seite rüber. So, da waren wir drin. Da drüben ging es zum Leuchtfeuer rüber. Da wollen wir nachher lang. So, wir wollen erstmal hier runter. Hier gibt es nichts drin. Hier gibt es ein paar nette Explosionsfässer. Und du da hinten nerv nicht. Ich sagte doch, dass es nicht nerven. Ja. Jetzt wird es wieder etwas trickiger. So. Hier drin müsste eine Estus-Flakor-Scherbe sein, genau. Dann können wir endlich mal wieder unseren Estus-Flakor etwas verstärken. So, wenn ich jetzt hier runterspringe, dürften von hier oben gleich jede Menge Spins kommen. Genau, da sind sie auch schon. Und da oben steht sicherlich irgendwas von wegen Hurra für Springen oder so. Ja, in der Richtung geht es eh nicht weiter. Ah. Ja, wir haben jetzt nur noch die Wahl. Erstmal den da loswerden, bevor er Versteinerung spuckt. Ah, da kommt noch mehr. So, jetzt kann ich euch mal den Kumpel hier zeigen. Der ist nämlich nicht nett. Hä? Der betrügt auch. Auch gut. Weil normalerweise müsste er auf mich zurennen und explodieren. So, erstmal die beiden loswerden. Ja, um den Kumpel da kümmern wir uns nachher gleich. Obwohl, um den kümmern wir uns gleich kümmern. Ja. Besser ist das. Das hier ist nämlich eine neue Art von Gegner.
Ein Spinnenmutant. Ähnliches Viech. Man muss aufpassen, die Jungs sind gefährlich. Jedenfalls, wenn man keine sonderlich hohe Reichweite an Waffen hat. Also wenn man keine Waffen mit hoher Reichweite hat. Weil die können einen irgendwie komisch angreifen. Vielleicht sehen wir es ja nachher mal. Ja, von wegen Illusion voraus. So, dann können wir hier drin nämlich die Fackel anzünden. Ich weiß nicht mehr, ob es was bringt, hier Fackeln anzuzünden. Weil es gibt wirklich Orte, wo es was bringt und Orte, wo es nur schöner wohnen ist. Vorsicht vor Hinterhalt. Jo. Die will ich auch mal schnell loswerden. Au. Tong. Ja, das Tong ist lustig. Schaden nehmen eher weniger. Da oben sind wieder die Hexen respawned, die beiden. So, jetzt können wir mal endlich zur Ordifex gehen. Hallo. Oh, hier hinter deinem Schränken ist noch was. Das hätte ich gerne. Auch wenn es so ein Flammschmetterling ist. Hallo. We meet again, kind traveler. This is my workshop. In your tongue, I believe I will be called a blacksmith. I create all manner of equipment. Using an ancient technique unique to my people. Normally I only cater to a very select few. But I have a debt to you. I will craft one thing of your choice. My wares are far from ordinary. I am certain that they will please you. I require no payment this time, but you must bring me a wondrous soul. My technique absolutely requires it. I trust you will understand. Mhm. Also ja, erstmal, sie ist eine Schmiedin, also ist eine sie von der Stimme her. Und sie ist eine komische Schmiedin mit den ganzen Steinpuppen um sich herum, die so creepy aussehen. Also wir können bei ihr Gegenstände kaufen. Typisch Schmied, Zwillingsklinge, krummes Großschwert, ein Speer, also eine Partisane. Bei ihr könnten wir Flammenschmetterlinge kaufen und ein paar Zauber. Wir könnten Sachen reparieren oder verstärken. Ja, wir könnten zum Beispiel den Heidespeer mal weiter verstärken. Oder wenigstens den Schildbau auf plus 6 bringen. Jawohl. Na komm, geben wir uns einmal die Genugtuung, den Heidespeer zu verstärken. Rüstungsmäßig bräuchten wir jetzt noch eine Titanitscholle. Oder besser gesagt, 4. So, und wir können mit ihr handeln. Das ist jetzt etwas Neues, was ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, weil wir den anderen NPC dafür noch nicht freigeschalten haben. Nämlich hier können wir unsere Bossseelen eintauschen gegen Waffen. Oder bei dem anderen NPC, den ich gerade kurz erwähnt habe, auch gegen Zauber. Bei ihr aber nur gegen Waffen, weil sie ist eine Seelenschmiedin sozusagen. Sowas wie in Dark Souls 1, der große Riesenschmied. Der große Riesenschmied, ja. Also wir hätten hier zur Auswahl, wir könnten eben hauptsächlich die besonderen Bossseelen, also die der Urbosse hier, verschmieden. Also verlorene Sünderin, könnten wir ihr Schwert draus machen, ein Fleischermesser aus der Seele des Worten.
Und aus dem alten Eisenkönig der Seele könnten wir hier einen Hammer fertigen. Und aus der Drachentöter-Seele, die wir bekommen haben, da optional, also Old Oldstein, könnten wir hier noch einen Drachentöter-Speer schmieden. Aber da ich alle Seelen jetzt beim Leuchtfeuer abgelegt habe, geht das halt nicht.